Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesu und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, ihr habt es gemerkt, in den letzten Tagen habe ich keinen neuen Impuls so hochgeladen. Ich habe eine Auszeit genommen. Und während dieser Zeit des Gebetes habe ich auch gespürt, dass ich diese Zeit jetzt verlängern soll und auch darf. Der Herr schenkt mir jetzt diese Zeit und es ist eine Zeit, die ich an den Herzen Jesu und Mariens verbringen werde. Das soll jetzt kein großer Abschied sein oder werden, aber ich möchte euch alle Gott anvertrauen, so wie der Apostel Paulus es getan hat in der Apostelgeschichte. Im 20. Kapitel, Vers 32, hat er bei einem von seinen vielen Abschieden Folgendes gesagt, und das gilt für uns alle. Und jetzt vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzubauen und das Erbe in der Gemeinschaft der Geheiligten zu verleihen. So soll es sein und so wie ihr möchtet. Geht, könnt ihr in den Playlists auf meinem Kanal, könnt ihr manches finden an Impulsen, an Konferenzen, an Zeugnissen, Vorträgen, Liedern, Kreuzweg, Rosenkranz und so weiter, was ihr alles betrachten könnt. Nützt die Zeit und nützt auch das Wort Gottes. Nützt auch die heiligen Sakramente. Geht zu den heiligen Sakramenten, begegnen wir Jesus in der heiligen Eucharistie, ganz besonders und auch in der Beichte. Und möge der Herr uns auf die Fürsprache Mariens und ihres unbefleckten Herzens segnen und uns in der Gemeinschaft des Herzens Jesu und ihres eigenen unbefleckten Herzens bewahren. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sehen uns.